Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu nach einer neuen Folge Dead by Daylight. Die dritte Folge dieser Aufnahmesession. In der letzten Folge lief es sehr gut, wie ich finde. Wir haben auch ziemlich viele Punkte gemacht. Ich habe jetzt dran gedacht, auch meine ganzen Blutpunkte auszugeben. Und bin jetzt Level 18 oder so. Ich hatte nicht aufgepasst, aber ich glaube, es ist Level 18. Diese Karte hier mag ich nicht so wirklich. Ich finde hier irgendwie sehr oft keine Generatoren. Hier kommt man überhaupt nicht vorbei. Nee, ne? Ist das dein Ernst? Okay, ich gehe wieder raus. Wow. Warm. Wieso gibt es so viele Skillshots? Oh, nee, ne? Hier raus. Los, los. Ah, scheiße! Nee, Mann. Wieso kommt der von dort? Wäre ich bloß nicht durch das Fenster gesprungen. Mann, Mann, oh Mann. Bis dass ich jetzt hier jemanden wiederfinde, um mich zu heilen, könnte lange dauern. Oh, das war knapp. Und ich vergesse immer noch, irgendwelche Gegenstände auszuwählen und sie mit ins Spiel zu nehmen. Ich glaube, ich bin zu geizig, um sie zu verbrauchen. Renn nicht dauernd, er wird uns Spuren sehen. Sorry. Bleib dort, wo der Pfeffer wächst. Ich bin weg. Nee, ne? Ist das dein Ernst? Mann. Ja, danke. Vielen Dank. So ab und an eine kleine Rückenmassage kann Wunder bewirken. So krasse Wunder, dass ich sogar am Boden liege. Der Killer. Ich fange schon mal an, mich zu recovern. Hat er sie jetzt in einem Schlag auf den Boden gekriegt oder wie? Klar, da ist schon sofort der nächste Haken.
Komm, heile. Nee, nimm den anderen vom Haken runter. Er weiß nicht, wo ich liege. Ist er auch angeschlagen? Oh je. Eine richtige Kackrunde. Jetzt heißt es rumkriechen und Luke suchen. Was anderes bleibt uns nicht mehr übrig. Oder kann man sich so noch heulen? Nee, ne? Nee. Wieso kriegt er mich? Bitte finde keinen Haken. Ich will mich freiwilligen. Bitte. Ah, Mann, du Kacker. Mann. Da hat man auch wirklich nie Glück, um zu entkommen. Es ist mir jetzt ein oder zweimal passiert, dass ich entkommen konnte. Aber ansonsten kommt wirklich fast nie vor. Und ich habe noch extra das Perk, damit die Chance auf 5% erhöht wird. Und naja. Bringt nicht so viel. Ah, Mann. Diese Runde war so kacke. In den Punkten wird das auch nicht sehr gut aussehen. Also der Rang 16. Oh, geht so. Noch 6500. Ja, fast 6600 Punkte. Ist ja jetzt nicht so schlecht. Verglichen zur letzten Runde natürlich doch. Da hatten wir über 10.000 Punkte mehr. Aber naja, was soll's. Ein Rang 13 Killer. Wow, ey. Ja, naja. Sorry, dass diese Runde jetzt etwas kürzer wurde. Bedankt euch beim Killer. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Ciao.